hier machen, auf diesem Platz, der mich schon immer, ich bin ja hier geboren in München auch, immer, wo ich mir immer gedacht habe, da muss irgendwas passieren auf diesem Platz. Und Sie kennen natürlich die Diskussion um den Marstall, die ja zumindest was den Musiksaal betrifft, ja abgeschlossen ist. Es hat sich, dieses Konzept hat sich nicht geeignet, dass auf diesem Platz etwas passiert. Deshalb war ich froh, als ich auch den Entwurf sah, und dann habe ich mir nur gedacht, hoffentlich kannst du dieses wichtige, dominante Gebäude des Marstalls auch in Zukunft sehen. Das war meine erste Sorge, als ich den Entwurf sah, und als ich jetzt hier hinten vorbeiging, wusste ich, das passt. Der Marstall ist da in seiner ganzen Würde und Größe, und hier der Pavillon 21 wird sich sicher auch seinen Platz in den Herzen der Münchner erobern, sodass hier zwischen Tradition und dem Modernen etwas entstanden ist, was auch ganz typisch, glaube ich, ist für die Münchner Oper. Dieses klassizistische Haus braucht etwas Neues. Sie haben gesagt, der erste Bau seit, weiß nicht, 150 Jahren, zumindest in diesem Bereich der Kunstform. Und jetzt so etwas dagegen zu setzen, zeigt auch, dass Oper modern ist. Und ich glaube, das ist auch das wichtige Signal an die Jugend, sich dieser Kunstform anzunehmen. Sie, Herr Bachler, sind natürlich verantwortlich dafür, dass das Programm, das diese Jugend mit hereinziehen soll, auch verwirklicht wird. Und ich habe ja gesehen, was in den nächsten Wochen geplant ist. Ich bin überzeugt, dass wir das genau richtig machen. Ich bedanke mich ausdrücklich beim Finanzminister, denn ich weiß, alle Kabinettskollegen, die nehme ich mich auch gar nicht aus, sagen wir mal draußen, ich persönlich würde ja alles gern machen, aber der Finanzminister verweigert sich. Ich möchte ganz bewusst, und da bin ich froh, Herr, dass du da bist, hier an dieser Stelle mal sagen, wer im Zeichen der wirtschaftlichen Krise so ein Projekt mit unterstützt und finanziert als Finanzminister, der zeigt, dass die Kunst, dass die Kultur in einem Land, in einem Freistaat wie Bayern absolut ganz oben angesiedelt ist. Georg, vielen Dank für deine Unterstützung. Das Zweite ist natürlich, und ohne den geht gar nichts in der Kunst, das ist die Mitarbeit und die Mitinvestition der Privatsphäre. Herr Hambrecht, herzlichen Dank, dass Mini hier mit dazugekommen ist, dass Sie erkannt haben, dass diese Art von Architektur auch für Ihr Produkt, das Sie vertreten, etwas aussagen kann, dass Sie mit uns auch auf Reisen gehen wollen. Auch das ist wichtig. Und wenn ich draußen immer wieder höre, haben wir nicht zu viel Privates in den Hochschulen, in der Kunst, dann kann ich nur sagen, und jetzt werde ich ganz konservativ, Artikel 140 der Bayerischen Verfassung sagt, Wissenschaft, der Staat muss Wissenschaft und Kunst fördern. Nicht voll finanziert, fördern. Der Staat wird immer dominant bleiben in den Gebieten, aber er wird immer auch Partner mit reinbringen. Und zum Dritten natürlich die gigantische Architektur, Herr Professor Briggs, ich glaube, das ist ein Punkt, Sie werden das da sicher dann Ihre Ideen noch ausführen. Auch dafür herzlichen Dank. München braucht solche Blickpunkte. Also, wenn Sie so wollen, es ist super, dass das auch auf Reisen gehen kann, finde ich auch deshalb toll. Eines garantiere ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn wir geplant hätten, hier einen Bau, einen Fixbau hinzustellen, wäre nach spätestens 3 Wochen des Arbeitsbeginn der Bau bereits eingestellt worden, denn wir haben hier unten, und das wissen wir, so viel Bodendenkmäler, dass anschließend natürlich hier nur noch ganz zart und fein gebuddelt worden wäre und diverse Dinge hochkämen, die interessant sind. Aber das überlassen wir den späteren Jahrhunderten. Ich bin froh, dass wir heute im Hier und Jetzt sind. Freue mich auf die Aufführungen hier und auf die Eröffnung in den nächsten Wochen. Herzlichen Dank. Herr Minister, Herr Minister.
waren schon, Herr Bachler, Freude auch auf unserer Seite. Freude auch auf unserer Seite, dass das, was wir